Willkommen zum 5 Links Videokurs. Schön, dass du wieder dabei bist. Vermutlich hast du mehrere Audiodateien und Videodateien, die du extra aufgenommen hast von vorhergehenden Lektionen. Wie kann man das gute Audio mit dem guten Bild kombinieren? Darum geht's in dieser Lektion. In vielen Handy-Apps ist es möglich, den guten Ton mit dem guten Bild zu kombinieren. Verwende dazu einfach die Spur, die für Musik bestimmt ist, und lege da rein dein gutes Audio. Und dann musst du natürlich die Sachen so synchronisieren, dass es genau stimmt. Jetzt ist die Frage, welche App verwendest du für den Videoschnitt mit dem Handy? Die besseren Apps kosten Geld und manche kostenfreie Versionen fügen ein Wasserzeichen dem Video hinzu. Finde es einfach mal selbst heraus und recherchiere, welche App für dich brauchbar ist. Du kannst mal mit der App YouCut Video Editor beginnen. Es ist eine großartige App. Wenn du mit dem Computer deine Filme schneidest, hast du viele Möglichkeiten, eine Software zu wählen. Als kostenlose und sehr, sehr gute Software empfehle ich dir DaVinci Resolve. Einige Tutorials, die ich dir heute zum Ansehen gebe, verwenden Premiere Pro als Videosoftware. DaVinci Resolve ist ähnlich. In manchen Bereichen ist DaVinci Resolve sogar noch besser. Es synchronisiert auch Audio und Video aus zwei verschiedenen Quellen, zwei verschiedenen Dateien. Beim Videoschnitt gibt es natürlich nicht nur die Funktion zu synchronisieren, es gibt viel, viel mehr Möglichkeiten, dein Video zu bearbeiten. Wir werden in späteren Lektionen darauf eingehen. Wie immer findest du in der Beschreibung dieses Videos deine 5 Links, um über Audio- und Videosynchronisation zu lernen. Auch deine Aufgabe für diese Lektion wird in der Beschreibung erwähnt. Finde eine gute App für dein Handy oder eine gute Software für deinen Computer für den Videoschnitt, die deinem Arbeitsstil und deinem Workflow entspricht. Bitte schreibe in die Kommentare, welche App oder welche Software du für den Videoschnitt verwendest, damit auch andere von deinen Erfahrungen profitieren können. Und dann nehme 5 Clips, bei denen du Audio und Video extra aufgenommen hast und synchronisiere sie mit deiner App oder mit deiner Software. Wenn du keine 5 Clips hast, nehme sie einfach zunächst noch auf. Du kannst eine Lektion zurückgehen in die Nummer 13, um zu sehen, wie der Ton extra aufgenommen wird. Bitte schreibe Fragen oder Kommentare in den Kommentarbereich. Gerne kannst du das Video teilen und liken. Viel Spaß bei der Aufgabe. Bis später. Ja, super. Jetzt haben wir mal wieder eine Lektion drin. In Deutsch, es war relativ zügig. Super. Und dann bis, ja, irgendwann. Viel Spaß.